Yo guys, it's the Blue Gangster and welcome back to X-Plays Final Fantasy VII, der letzte Part. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Part vor diesem zusammenzuschneiden, gescheit hinzukriegen, hochzuladen, dies, das. Das waren über 3 Stunden, die ich da in diese eine Stunde verpackt habe. Ich hoffe, ihr habt alles mitgekriegt, denn das allerletzte, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, und selbst wenn ich was vergessen habe, ist es mir mittlerweile egal, weil ich jetzt so viel für dieses Spiel gemacht habe, dass man kann, ich selbst darf nicht von mir selbst, ich selbst darf nicht mehr von mir selbst verlangen, selbst wenn ich es will. Klingt kompliziert, ist so. Alright, das Einzige, was ich noch im Kopf habe, was wir noch machen müssen, weil ich eigentlich schon alles im letzten Part erklärt habe, ist die letzten Trophäen holen, was dann passieren wird, wenn das Spiel abgeschlossen ist. Und dann wollte ich noch zu unserem good old friend. Ich park mal hier, mach mal das da an und dann gehen wir mal hier hoch. Alright, there we are. Reden wir mit dem Alten. Weil ich glaube, bei dem sind noch Materia zu holen. Man, the fucking final part, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe, das zu let's playen. Sorry, dass es insgesamt so lange gebraucht hat. Aber es ist so vieles dazwischen gekommen. Unglaublich. Wie gesagt, I'm sorry. So, einmal da. Wir müssen noch diesen Schalter umlegen. Ja, genau. Wir müssen einmal an jede Materia gehen, soweit ich weiß. Das wäre jetzt eigentlich große Materia. Näher rangehen. Befehls Materia Mix. Höchste Stufe. Raub, Analyse, Wurf, Morph, Todesstoß, Manipulation, Mimik. Werden im Materia Premium Befehl vereint. Nice. Haben wir eigentlich schon, geben wir uns aber. Materia Premium Zauber. Große Materia. Näher rangehen. Ja, die haben wir schon. Von der großen Materia ging ein kaltes Glühen aus. Ja, die haben wir wahrscheinlich schon. Näher rangehen. Die Farbe ist dieselbe wie bei Beschwörungsmateria. Beschwörungsmateria. Alle mit großem E Beschwörungsmateria der höchsten Stufe werden vereint in Materia Premium Beschwörung. Alright. Premium Beschwörung. Große Materia, näher rangehen. Sanftes Grün, die Farbe ist dieselbe bei Zauber Materia. Materia Mix. Wieder vereint. Bam, Premium Zauber. Ich glaube, das Ding ist, die Master Materia von diesem Ding hier gibt's nicht. Das macht auch mehr als nur Sinn. Ich kann euch das auch ganz kurz erklären, wieso, alright? Hoffentlich habe ich noch genug Materia Spots frei. Damn. Alright, let's go back to the Materia. Noch hier mal ganz kurz bei jedem. Die obersten Werte alle oben und Nummer 1 und 3 unten, die zwei vorletzten da so. Also alles, was 255 ist, müsst ihr selbst machen. Alles andere, was nicht 255 ist, ist Weapon and all of that type of shit. So. Materia, wie gesagt. Einmal auf Ordnen. So. Premium-Zauber habe ich jetzt zweimal, weil hier ist es schon ausgerüstet. Geil, Kreis. What the fuck am I doing? So. Guckt euch an, warum wir von dieser Art keine Materia haben, ja? Ich gehe nur ganz kurz durch. Quadrazauber. Ihr combined es in dem Slot mit einer grünen Materia. Und sobald ihr diese grüne Materia ausführt, heilen, Gift, whatever, wird sie viermal hintereinander ausgeführt. Auch stellen. Das heißt, während einer Attacke werdet ihr gleichzeitig vom Gegner was stehlen. Zusatzschlag. Wenn ihr einmal angegriffen habt, greift ihr nochmal an. Finaler Angriff. Sobald ihr stirbt, dürft ihr das machen, was ihr mit dieser Materia in einem Slot kombiniert habt. Schleichangriff. Sobald der Kampf anfängt, ist die kombinierte Materia mit der hier das allererste, was passiert.
Zusatzwirkung, je nach Attack oder Defense, habt ihr das bei der Waffe drin und ihr macht es mit Gift rein, dann ist jeder Angriff von euch mit Gift ausgestattet. Ansonsten, wenn ihr das in der Rüstung drin habt, seid ihr geschützt gegen zum Beispiel Gift, wenn ihr das mit Gift kombiniert. Zusatzwirkung, Nebenwirkung, ich glaube, das war irgendwie das gleiche, don't ask me. HP-Absorption erklärt sich von selbst. MP-Absorption erklärt sich von selbst. MP-Turbo verbraucht extra MP und steigert die Wirkung von Zauber-Material. Hab ich jetzt einfach abgelesen. Zauberkonter brauche ich nicht erklären. Allgemeinkonter brauche ich nicht erklären. Und alle, ja. Kennen wir schon von Anfang an. Heilung plus alle ist gleich Heilung auf die ganze Gruppe. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe eine Materia, die all das kombiniert. Viel zu krass. Ja, hier geht es noch. Ich habe noch eine hier ausgerüstet. Wo ist sie denn? Da. Nee. Hat sie Vincent? Premium Befehl, ja. So, Premium Befehl. Mal 2. Vincent fehlt Materia, but who cares? So. Von der natürlich auch nicht, weil da wäre es das gleiche Spiel. Und von der gibt es eine da sind sogar schon beide. Alright. Dann geben wir mal eine Vincent. Wollen wir nicht so. Okay. Das wär's soweit. Alles andere habe ich im letzten Part erklärt. Falls ihr irgendwie denkt, ich habe irgendein Prozent ausgelassen oder so, guckt euch den Part davor an. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Und let's freaking end this game. Wir haben alle Gegner besiegt. Wir haben alle Materia hochgestuft. Wir haben so gut wie alle Trophäen. Wir haben eigentlich gar nichts ausgelassen, außer nach diesen freaking, keine Ahnung, 20 Jahren habe ich bis heute noch irgendwas nicht in diesem Spiel entdeckt, was sehr wahrscheinlich auch so sein kann. Because you never know. So, unser Chocobo nehmen wir natürlich mit. Unser U-Boot da lassen wir dort. Eine Szene habe ich vergessen. Die habe ich jetzt extra nochmal reingeschnitten. Die kann man, bevor man in den Krater reingeht, machen. Und zwar geht man nach Midgar. Nach unten da, wo Sephiroth war, neben den Vincent-Ding. Und dann passiert das hier. Ist ein Flashback. Attack. Ich wusste noch, dass ich was vergessen habe. Ihr müsstet mittlerweile wissen, dass das Zack ist. Ja, und das ist Cloud. Das in Klammern gesetzte Fehlexperiment. Ja, der kriegt den jetzt aus Midgar raus. Ich sag euch am Ende, was das Ganze soll. Zack, komm. Also Zack sagt, komm. Sieh dir das an. Riecht zwar ein bisschen, aber geht noch. Siehst ganz gut damit aus, naja. In dem Truck. Mit Fahrgelegenheit und so. Hey Opa, Midgar in Sicht. Ah, die wollen nach Midgar. Sei froh, dass ich dich mitgenommen habe. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Krasse Haare, Alter. Was wirst du in Midgar machen? Cloud sagt nichts. Ich weiß, was ich tun werde. Ich habe eine Bleibe zum Untertauchen. Ach nein, da lebt ja auch noch die Mutter. Oh, das wird nix. Muss man den Plan ändern. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Geld. Irgendwas mit Gesellschaft. Ich habe jetzt das. Was meinst du, kann ich. Du Opa, ich drück gerade irgendwie zu schnell. Okay. Alles ausprobieren. Solange du jung bist, ziellos und finde, was du wirklich willst. Krank. Alles so ausprobieren, ja. Klingt gut. Und jetzt macht er wieder seine
alltägliche Übung, die man von Zack kennt, wenn man Zack kennt. Hashtag Crisis Core. Ha! Kamehameha! Natürlich. Ich hab Krebs und Muskeln jetzt alles ab. Ist klar. Ich werd Söldner. Kleiner Körper. Sag mal, hast du mir gar nicht zugehört? Hör zu, ich werde Söldner und basta. Ob Uli gefährlich für Geld wie ich alles, ich werd reich. Merk schauen, was wirst du tun? Warte, du verstehst mich nicht. Scheiße, jetzt hab ich schon wieder weggedrückt. War ein Witz. Lass dich nicht hängen. Wir sind doch Freunde. Söldner Cloud, genau das werden wir. Verstehst du, Cloud? Meinen die mit Söldner Soldier? Oder meinen die wirklich Söldner? Der hat der Cloud jetzt einfach liegen lassen, krank. Ja, jetzt seht ihr, von wem er das Schwert hat. Wenn man Crisis Core spielt, weiß man auch, von wo Zack das Schwert. Ja, Alter, übertreib halt. Ihr müsst die Originalszene sehen. Was machen wir mit dem? Den lassen sie liegen. Ja, genau, vergiss ihn, lass es einfach. Und. Sorry. Und dann plötzlich. Ja, das ist hier noch eine verharmloste Variante. Aber ja, somit fängt Final Fantasy VII eigentlich an. Also erst danach kommt der eigentliche Anfang. Wir gehen in den North Cradle. So. Und dann runnen wir hier durch, ohne dass wir gegen irgendwelche kämpfen, weil diese Kämpfe habt ihr schon oft genug gesehen. Das will ich euch nicht nochmal geben. Und dann lasst runtergehen und dieses Spiel beenden. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird, wahrscheinlich keine Stunde, aber ich will euch eigentlich noch Bonusmaterial geben. Und zwar das, was hier noch extra dabei ist, die Szene, die nach diesem Spiel kommt. Das Problem ist, ich musste vielleicht rausschneiden, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Der Punkt ist, es könnte sein, dass ich dafür einen Copyright Strike bekomme. Und wer will schon für Final Fantasy VII Let's Plays einen Copyright Strike? Ja, deswegen, ich weiß es nicht, es ist immer von der Main Company her, also es ist von Square Enix selbst, als Spoiler-Vermeidung drin, dieses Copyright-Ding. Lass mich hier kurz abspeichern. Mit den dreien will ich es machen. Und ich erzähle euch gleich auch, warum es unbedingt diese drei sein müssen. Und zwar, normalerweise hätte ich auch Aeris gern dabei, aber ihr wisst ja, was am Ende von CD 1 passiert ist. Das hier sind die zwei Main Character. Und Spoiler, Spoiler, im nächsten großen Final Fantasy VII Teil, den es schon auch lange gibt auf der PlayStation 2, ist Vincent der Main Character. So viel darf ich sagen. Ob ihr es wollt oder nicht. So. Jetzt. Wo gehen wir zuerst durch? Ich glaube, hierhin wäre schneller, ja. Let's jump all to that shit. Und schon bin ich falsch. Einmal hier, einmal da. Das war, glaube ich, wrong direction. Aha, nein. So. Gleich sind wir da. Mann. Ich muss mal gucken, wie lange das Let's Play insgesamt gebraucht hat. Und dann damit vergleichen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Auf jeden Fall, hier sind wir. Hier müssen wir hin. And let's go, let's do this shit. Das ist, ja. Okay, das ist der letzte Tanz, ja, the last dance. Das wollte ich nicht, ich wollte mit Sid reden, der.
Lass uns endlich. Ja, genau. Die sagen mir genau das, was ich gerade im Kopf. Okay, das war weird. Endlich haben wir es geschafft. Ja, Mann! Was jetzt? Gehen wir? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Kate Sniff, bei euch zu sein macht Spaß. Und das kommt von Vincent. What the fuck? Und you feel so. Okay. Wir scheinen es so weit wie möglich geschafft zu haben. Ja, of course! Lass uns aufbrechen! Verdammt, schon wieder. Red nicht wie ein Frischling. Kannst du nicht einfach los jetzt oder sowas sagen? Los jetzt! Easy! What? Sieh mal, wie viele was? Zensiert, sie kommen in voller Stärke. Wahrscheinlich shit. Cloud, geh du zuerst. Ich kämpfe hiermit. Halt die Klappe, du Idiot. Das bringt uns gar nichts, wenn jeder hier bleiben will. Barrett hat recht. Du nimmst zwei von uns mit und gehst voran. Der Rest stehst später dazu. Das sollte wahrscheinlich heißen, stoßt, weil stehst. I'm not German, though. Okay. Wie eine Übung, bevor es ernst. In den letzten Momenten von Final Fantasy VII haben sie nachgelassen. The fuck is wrong? Ja, die Generalprobe. Hä? Hä? Komma, hä? What? Kein Problem. Macht wahrscheinlich mehr Spaß, hier unten gegen Sephiroth zu kämpfen. Vielleicht eine gute Art, sich Zeit zu vertreiben. Ich weiß, wen ich mitnehmen werde. Sie kommen. Sie sind schon im Stockwerk. Gibt es hier Stockwerke in dem Volcano? What the fuck? Cloud entschließt dich jetzt. Was? Also, vielleicht liege ich da falsch, aber meiner Meinung nach ist es nicht korrekt geschrieben. Jeder von euch. Bis später. Alle ja. Ja, später. Ja, later. Ja. Von Englisch auf Deutsch. Krank. Dieser Track ist so dope. Ich liebe diese OST. Das ist einfach nur G. Man, I'm so pumped for this shit, you can't believe it. Okay, let's go. Ah, wieder dieses Ding. Ich mach's mal langsamer extra. Also ich hab Schleichangriff plus Hass drin. Ich hätte euch die Ausrüstung noch zeigen sollen. Ja, whatever. Okay, das war's schon. Mann, gegen den Damn. Man, diese OST ist so hype. Ja. Ich bin, ja. Braucht nichts mehr. Ja, es gibt vielleicht Items, die ich nicht habe und auch nicht auf 99 gebracht habe. Honestly, das sind so die. Das ist bei 99,9% dieser 0,001 oder whatever. Gott, wie oft kämpfen noch gegen dich? Ich dachte, da kommen verschiedene. Danke für den Haste, Vincent. Nice Attack, hat aber nicht getroffen. Auch die zweite, die dritte auch nicht. Und jetzt greifen wir an. Eins. Damn! Der Wind alleine hat es schon gemacht. Krank. Ach so, deswegen hat Vincent immer weniger MP. Weil er immer Haste. Ich Idiot. Gleich zeige ich euch die Materia Equip, okay? Gleich zeige ich euch alles wie ich. Ich glaube, dreimal Angriff reicht. Der kommt irgendwie bekannt vor. Final Fantasy X, Donnersteppe und so. Ich weiß nicht, was er da gerade gemacht hat, aber ist egal, weil es. Okay. Nur Hälfte vom Schaden. Ah, okay. Aber das sollte ihn trotzdem. Ja. Cloud macht's mit dem Wind. Okay, das klang jetzt. Whatever. Okay. Wir haben genug Gil, wir haben genug Phoenix-Federn, wir haben genug whatever. Ganz kurz. Also, meine Stats habt ihr gesehen. Meine Materia. Extra, also extra, um es nur auf das Maximum zu bringen. Eigentlich brauche ich es nicht, weil die bringen mir nur 500 HP und MP vielleicht. 10 MP. Ulti-Angriff, dass er viermal hintereinander angreifen kann. Und zwar gegen alle Gegner gleichzeitig. Gegenangriff, sobald er angreift, ist er noch ein Start. Zauberkonter. Die zwei in der Kombination bringen eigentlich nichts. Ja, weil es vom Zauber getroffen wird, dass er angreift. Präventiver Angriff, dass er immer der Erste ist, der angreifen darf, falls es da Meinungsverschiedenheiten gibt, sagen wir mal. Und den normalen Konter, das heißt, wenn jemand normal angreift, wieder zurückschlagen. Mehr brauche ich mit Cloud nicht. So, Tiffer. Extra MP, extra HP, ihr wisst es. Premium Zauber, das heißt, jeder einzelne Zauber, den es im Game gibt, mega alle. Also, ob gut oder schlecht, das ist entweder komplett für meine Gruppe oder gegen die gegnerische Gruppe. Alright?
auch viermal angreifen, auch ein Gegenangriff. Mind Tag werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber wer weiß. Ja, alles komplett hingekriegt im letzten Part. Und Double Object, dass ich zwei Material, zwei Items auf einmal einsetzen kann. So, Vincent, Double Object, Zusatzschlag, Premium Befehl, das heißt alle gelben Material in 1. Gegenangriff, Multi-Angriff, Mega alle. Premium-Beschwörung, das heißt alle roten Material, alle Beschwörungen in 1. Finale Angriff. Das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht, da sollte ich Phoenix reinmachen. Weil sonst müsste ich ja auswählen, was ein finaler Angriff ist. Und ja, komm, wir machen Ritter der Runde rein, weil es die stärksten sind. Ah, Gottnehm, okay, okay, schon verstanden. Gleichangriff, Zeit ist es, damit der Haste direkt am Anfang ausführt. Extra HP, extra MP. Und dann machen wir das so, wir tauschen einmal. Ich musste die jemanden abgeben, der nicht in der Gruppe ist, damit ich genug Materia-Slots habe. So, wo sind meine roten Materia? Sind alle weg. Geil. Ordnen einmal. Alle meine roten Materia sind weg? What the fuck? How did that shit happen? Jetzt fühle ich mich komisch. Weil ich habe keine davon verkauft, but whatever. Nochmal nachgucken, tauschen. Like, come on guys, where are my red material? Tatsächlich alle weg. Geil. Egal, ich habe doppelt Premium Beschwörung. Gut. Das wundert mich jetzt zwar, ich guck vielleicht nochmal nach, warum die weg sind. Aber, wenn wir schon dabei sind, gehen wir einfach die dritte Runde und who cares. Vielleicht ist es sogar passiert, als wir die Materia kombiniert haben, irgendein Glitch oder so. Fragt mich nicht. Weil ich habe vorhin noch Phoenix und so gesehen. Ja? Also bevor der Party angefangen hat. Kann sein, dass es ein Glitch war, aber who cares. Wir sind jetzt beim Final Part, let's go. Oh, damn. Die Rüstung habe ich euch nicht gezeigt. Ausrüstung. Das ist seine Ultimate Weapon. Es gibt keine bessere selbst, wenn es jetzt ein Stat irgendwie ein bisschen. Hier Zitrich. Gibt es irgendwas, das insgesamt besser ist? Nein, hier. Hm. Nein, danke. Schmuckband, keine Zustandsveränderung. Ihre Ulti, es gibt nur das hier, aber dann steigt der normale. Also senkt der Angriff auf 18. Das wollte ich nicht. Ansonsten. Hier, sowas. Nein, danke. Aurora-Wand, gibt's was, was insgesamt besser ist? Ja. Das Aegis, das muss ich mir merken. Wir nehmen ab. Wie viel? 4? Und das Aegis da, oder wie das heißt? Aegis, whatever. Okay, legit. Stärke und Vitalität plus 30. Da das gleiche. Hier, gleiches Spiel wie bei Tifa eigentlich. 2 mehr, 5 weniger davon. Ja, komm, machen wir. Er braucht zwar nicht mehr Materia, but who cares? So. Da werden wir wahrscheinlich nicht viel Besseres finden. Auf 3 runter, nein. Nein, vergiss. Alright. We are done. Das brauchen wir nicht auszufüllen. Let's move on. Ah, wir müssen außenrum. Ich dachte, wir können schon auf die Plattform. Geht das Ganze mal ein bisschen ab bis zum Kampf. Okay, den haben wir schon gesehen, weg hier. Krasse Angriffe, die er da hat. Und wir müssen die auch nicht wirklich heilen, denke ich mal. Ah, jetzt darf ich gar nicht mehr schneller machen. Und schon wieder der gleiche. Von dem könntet ihr die Enemy-Skills holen, falls ihr sie noch nicht habt. Aber ihr könnt ja nicht zurückgehen und speichern oder sowas. Also daher useless. So. Gleich wird's episch, guys. I'm so pumped. Even I can't believe it. Kranke Attacke. Bam. Bam. Dope shit. Okay. Jetzt geht's um die Wurst. Was? Was war's? Holy shit, what's that? Genova. Genova, Genova. Ist vom Meer. Dieser Mensch. Sieht schon ein bisschen creepy aus, um ehrlich zu sein. Ey, dieser Track. Dieser Track. Gibt euch das bitte.
Ja, toll. Das war nicht mal ein Fünfzehntel von dem Track. Geil. Oh, jetzt wird's definitiv. This freaking shit is creeping me out. God. Als würde ich es zum ersten Mal spielen. Ah. Gänsehaut. I probably should have posted this on. Licht. Yep. Sieht aus wie ein Herz. Ist das Licht von Holy? Ja, kinda looks like it. Habe ich was verpasst? Oh, verflixt, man. Was heißt hier verflixt? Buried. Was? Also sind wir alle wieder beisammen? Ich weiß zwar nicht, was mit euch gerade eben passiert ist, aber cool. Wartet mal ganz kurz. Like that. Like that. Like that. Ganz kurz. No hate. Okay. Done that. Gangs. Also sind wir alle wieder beisammen. Das verstehe ich bis heute noch nicht, was da abgeht. Ah. Sephiroth. Da bist du also. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Krasser Typ. Was ist der? Mastered Ultra Instinct oder was? Das ist die wirklich offen. Mein Körper, ich habe die Beherrschung über meinen Körper verloren. Ah, okay. Das rastet aus. Meine Vorderbeine, meine Hinterbeine, mein Schwanz reißt fast. Warum? Egal. Das ist ja ganz schön übel, der spielt in einer anderen Liga. Ja, dass dir das aufgefallen ist. Cat Smith. Ich weiß nicht, ob ich weiter. Was? Shit. Cloud. Wenn er irre ist, da wird er like. Bitch, what the fuck are you talking about? Ach. Alter, die kassieren, wie es gerade aussieht. Übel. Was glaubt ihr, was für Paranoia ich da geschoben habe, als ich das als kleiner Pisser durchgespielt habe? Ich so, ey, was ist da gerade los? Was geht bei denen ab? Was macht er mit denen? Wieso sind die so traurig? Ey, ich war fertig mit der Welt. Es ist da. Was ist wo? Cloud? Holy, das ist holy. Er hat es also gefunden. Holy leuchtet. Aeris Gebet leuchtet. Kranktes. Holy Aeris? Es ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht das Ende. Und schon wieder meine gleiche Gruppe. You know, I keep. Shit. Maui? Ja, der gibt mir jetzt noch eine Chance. Alles irgendwie. Whatever. Wir machen jetzt einfach ein, wenn ich es finde, ein Zelt drauf. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen und ich nicht, weil ich gerade ein bisschen verpeilt bin. Where the fuck is my tank? Bin ich gerade komplett verblödet? Also nochmal ordnen. Max. Jetzt. Wo ist mein Zelt?
Ah, das kann ich gar nicht benutzen, weil wir nicht an einem Speicherpunkt sind. Gangster, ja, dann nehmen wir einfach ein Mega-Elixier und everything is alright. Ah, die zweite Gruppe. Wie konstruiere ich die? Caitiff ist meiner Meinung nach schwach. Der muss mit jemandem starken zusammen sein. Yes. There it goes with the animals. Objekt. Fuck it, let's do it like this. Hyper. Jemand Hyper, damit die schneller irgendwie ihre Limit Breaks bekommen. So. Und jetzt noch die zwei. Sind natürlich als erstes. Das, ich finde, ich hab's gut gemixt. Ich finde, das ist okay. So. Ich meine, die sind so gesehen alle sowieso auf demselben Level. Whatever. Die meisten haben jetzt keine Materia, aber let's do this shit. Ah. Nicht nur Aeris. Holy, das Gebet der Avalanche von Marlene und Dine und allen auf dem Planeten. Ey, ich lass mich nicht von hier nicht. Ich lass mich nicht hier auf dem Grund dieses Hüllenlochs veräppeln. Was für eine Aussage. Ich habe im Leben noch eine Menge vor. Yeah, you old geek, you're talking. Eures Erinnerung, unsere Erinnerung. Wir sind gekommen, um dir unsere Erinnerung zu schildern. Komm, Planet, gib uns eine Antwort. Sephiroth, wir haben noch eine Rechnung auf. Nice. Lucky. Als ob's ihm juckt. The fuck is he doing? Ist das nicht diese Motorrad-Mucke? Okay, Slash. Der macht irgendwas, das ist so elendig lang, diese Standardattacke. Ah nein, das kommt erst später. Aber diese Attacke, ich weiß gar nicht, ob ich das dann in Normal Speed lassen soll oder nicht. Und ich weiß nicht, warum der sich da heilt. Brauche ich dafür jetzt irgendwie Fernangriff oder sowas? Ist es jetzt Genova Roth? Oder Sefi war? Oder keine Ahnung, wie man diesen Remix nennen soll. Nee, das passt. Was ist jetzt gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Demi 3. Okay. Ich spiel. Körperteile, irgendwas ist irgendwie viel zu schnell weggegangen. Ich konnte es nicht lesen, I'm sorry. Ja, machst du auch mal was? Besorgten die anderen. Ja, komm. Ich komme hier locker klar. Das hat aber lange gebraucht. Siehst du? Ah, wir greifen die alle gemeinsam von jeder Seite. Warum haben die alle Limits? Ja, whatever. Hau alle raus. Bar. I got bars. Warum braucht der so lange? Musik länger läuft. Freaking Galaxy Fire Bomb Attack Beam. Irgendwas. Nice. Körperteil B ist kaputt. Braucht der jetzt wieder 2 Stunden zum Recovern? Ja. Machen wir es noch mit den anderen genauso? Ja, die haben auch voll. Was ist denn hier los? Highwind. Töricht ist das. So. Das bieten wir jetzt ein bisschen ab. Das ist mehr als der Over. Er recovert jetzt wieder. Er heilt sich. Jetzt kümmern wir uns wieder um die anderen. Katastrophe. 3 King Bars. Das heißt instant. Nee, das komplette Gesicht war instant. Alter. Ja gut, friss. Ich glaube, das überlebt er nicht.
hat sich wieder geheilt. Und jetzt killen wir ihn wahrscheinlich. Ah nein, die zwei gibt's ja auch noch. So, die waren wir schon. Endliches Fest, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, macht er, ja. Hat es übel gebracht. Viele zu zerstörende Körperteile hat dieses Etwas. So. Damit gut geschickt. Ja, genau jetzt kriege ich keinen Trip. Und wieder ist irgendwas kaputt. Wann komme ich wieder zu Cloud? Muss ich jetzt Nein drücken oder was? Nee, sag ich doch. Wie kann ich wieder zu meinem Main gehen? Okay. Dann halt nicht. Dann machen wir ihn halt so platt. Wie viel Milliarden HP hat dieser Typ? Und warum machst du das Barry? Wird jetzt immer wieder... Ja! Es wird jetzt immer wieder zwischen diesen zwei Teams crashen. Bin ich insgesamt. Ja doch, 3 und 2 sind 5 und die anderen 3 sind 8. Aber ich komm. Ja, endlich! God damn it! So, jetzt ist es dann, glaube ich, gleich vorbei, weil so viel wieder kassiert hat. Also, Story-Charakter kann eigentlich nicht so viel HP haben. Das ist kein Secret-Boss wie der Web oder sowas. Und selbst manche Webs sind schneller gestorben. Nee, eigentlich nicht. So, hast du irgendwo ein Mega-Elixier? Mega, Mega, Mega-Elixier, Mega-Elixier. Mega-Elixier. Wo ist denn das Mega-Elixier? Mega-Elixier, da ist es. Ja, greif halt an. Also, okay, to be honest. Ich hätte auch genauso gut. Wo ist es denn? Störung, Körper, Analyse, Todesstoß, Manipulation, Mimik, Morph. Doppelobjekt. Wo ist denn hier Feindeskin? Morph, Analyse, Morph. Ich weiß nicht, in ihr Fall. Ja gut, hier. Weißer Wind. Du kannst nicht so viel heilen, wie du willst. Dann machen wir noch einen Feind, und zwar Mega-Abwehr. Also, war's das jetzt schon? Nein. Jetzt einfach alle einmal angreifen. Wie viel HP hat? Was muss noch sterben? Leider daneben. So viel wie der sich heilt, das ergibt gar keinen Sinn, weil ich nehme ihn insgesamt, das weiß ich nicht, vierfache ab. Ja, 6500 und ich greife dann dreimal mit 9999 an. Like, what the hell? Ah, das war's jetzt. Nice. Ich geh mal kurz in die Comment Section, if you don't mind. See what the chat got. Ah, jetzt kommt die brutale Mucke. Now we're in. Jetzt wird's spannend. Yo, Lori-chan! Ey, gibt's dich auch noch? The freaking final battle. Bitches.
Was hat er da gerade gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Ist egal. Ist eh gleich vorbei. Und gleich, ich glaube, gleich kommt diese Attacke, die irgendwie 5 Stunden braucht, bis sie vorbei ist. Wenn er nicht davor schon gestorben ist, was aber glaube ich nicht passieren wird. Wie geht's, wie steht's? Wie es mir geht, wie es gerade steht, hört man, sieht man hier, mehr kann ich dazu nichts sagen. Ich bin einfach nur froh, obwohl das Spiel ist schon krank, aber ich bin froh, dass ich so ein Riesending endlich mal abgeschlossen habe. All diese Musik ist einfach zum... Da hält man einfach die Schnauze und hört zu, Alter. Solche Musik ist das. Was soll ich dazu noch sagen? Gibt euch das Face, Alter. HD Pixel, krank. Ah, das ist diese Attacke, diese 5-Stunden-Attacke. Ich könnte es jetzt schneller machen, damit es früher vorbeigeht. Mache ich aber nicht. Ist es das? Ich glaube, das ist es. Ja, genau. Zählt mal in Sekunden oder so, wie lange dieses Ding geht. Krank. Mathematische Berechnung, wann ein Komet in die Galaxie reinkommt und auf den Planeten stürzt und whatever. Krasser Typ. Pluto. Wow. Saturn. Geiz ist geil. He's on some Dragon Ball shit right now, Jupiter. Was Planet? Alter, dieser Komet ist ein Gott, der Gott der Götter, der zerstört. So, der Hals Maul jetzt übertreibt. Hals Maul! Als ob ein Komet die Sonne zerstört. Ja. Okay. Also. Square. Übertreiben kann man auch. Also mit Square meine ich die Producer dieses Games. Ja, das Team, das hinter diesem Game steckt. Und jetzt geht's auf die Erde zu. Und jetzt sehen wir's. Like Square, what the fuck? Der Komet hat die Sonne geballert. Als Maul. Tschüss. 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 Vincent, what the fuck were you doing? Der hat mich einfach getötet. Geil wieder von vorne. Ey, ich krieg mich gerade nicht. Wir sind eine halbe Stunde in dem Game und der Typ, der tötet uns einfach. Unser Teamkollege hat uns gerade getötet. Gott, bin ich froh, dass ich gespeichert. Was zur Hölle war das? Ja, ich weiß, Zustandsveränderung, bla bla bla. Aber unser Teamkollege hat uns gerade getötet. Ich kann das nicht mal beschreiben, was das gerade war. Smaragdring. Gibt's noch was krasseres als ein Smaragdring? Lähmung, Versteinerung. Ich hab gerade angehört, wie die. Tod, Versteigerung, allmählich Versteigerung. Verstärkte Staatsfälle, automatisch Wasser, Stellen, manipulieren, bla. Whatever. Was war's, das Smaragdring? Ja, hier. Lähmung, Versteigerung, allmählich. Das ist eigentlich total useless, solange es keine Schleife ist, um ehrlich zu sein. Eigentlich total useless. Tod, Versteinerung, Tobsucht, Zorn und Trauer, von mir aus. Dann haben wir einmal das, einmal das. So, jetzt nochmal.
gut. Okay, I can fuck with that. Wait a sec. Digga. So, gibt's hier was, was eindeutig besser ist? Nein, das mach ich nicht. Gibt's hier was, was eindeutig besser ist? Nein. Okay. Let's check the material again. Also, den Multi-Angriff brauchen wir nicht. Oder wurde so gut wie gar nicht eingesetzt. Gegenangriff, Zauberkonter, Präventiv, Konter, whatever. Erstmal ordnen, so, was könnten wir Cloud geben, was er noch nicht hat. Ich verstehe immer noch nicht, warum in diesem Account alle meine roten Materia weg sind. Macht für mich gar keinen Sinn. So, wir machen das jetzt very easy. Ich mach den Zauberkonter mit dem Angriff. Ich mach den Präventivangriff raus, ja. Mach das jetzt Gangster-Style. Und mach dafür ein Final Attack. Where the fuck is my Phoenix? Dritte der Runde. Nee. Und zwar, wo ist das mit dieser Wiederbelebung? Da. Leben. Haben wir noch irgendeine andere Wiederbelebung oder so? Oder hat jemand anders? Sieht nicht danach aus. Ordnen, tauschen, so. Wir haben Cloud, wir haben Tiffa, wir haben Vincent, ansonsten hat keine Material Gangs, die sind einfach verschwunden. So. Tiffa, das ist okay, das ist auch okay. Multi-Angriff, Gegenangriff, brauchen wir nicht. Gegenangriff, okay, Feintechnik und das ist okay. I'm alright with that. So. Premium-Zauber. Du kriegst von mir noch einen Premium-Befehl, Mann. Okay. So, und als letztes machen wir ihr auch ein Final Attack. Final Attack. Jetzt auf die ganze Gruppe. Ja, wegen Mega alle müsste das eigentlich auf die ganze Gruppe gehen. Behandlung, what's that? Heilung. Genesung. Whatever. Irgendwie sind meine krassesten Materie einfach mal so verschwunden. Und jetzt Vincent. So. Das kann weg, weil das bringt nichts. Dann ordnen wir mal. Und. Yeah, whatever. Geben dir einfach auch eine komplette Heilung. Damit wenigstens. Ja, die bringt nichts, weil die nicht der Level des Gangster. Irgendwas, was Sinn macht. Irgendwas, was Sinn macht. Das ist alles nur Angriff. Das ist nichts. HP absorb. Von mir aus HP. Dann machen wir ein HP absorb. Absorbiert, ja. Both. Von mir aus. Extra HP, extra MP. Also, wenn jetzt noch was ist, wenn jetzt noch was ist, dann weiß ich auch nicht, wir rushen jetzt natürlich durch, weil wir ziemlich viel Zeit für insgesamt X verbraucht haben, wegen Sephiroths Ultimate Angel I Fuck The Sun Attacke, oder wie man das auch immer nennen soll. So, jetzt wieder die Crazy Music. Die Lieblings-OST eines jeden Final Fantasy 7 Fans, und wenn es jetzt nicht die Ultimate Lieblings-OST ist, dann gehört zu den Top 5. Frag mich, wann seine Attacke kommt. Ey, der benutzt diese auch von dem Web. Danke. Und ein Limit für den Schwertbubble. Thanks. Vielleicht gilt ihm das sogar.
Okay, keine Max Damage. Ich will nicht wissen, wie viel Verteidigung der Typ hat. Wow. Nochmal ein Mega Elixier für den Fall der Fälle. Geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's los. Ihr seht, das sind dreifache Geschwindigkeit. Meiner Meinung nach das Ganze noch krasser macht. Pluto. Bam. Saturn. Bam. So, bam. Ja, man, das macht sogar noch krasser. Aber das ist eindeutig. Das ist zu viel des Guten. Ich weiß, sonst wäre es ja zu monoton und der Übergang ist krank, aber I don't know. Ich meine, er hat es ja nicht mal wirklich selbst gemacht. Es war nur ein freaking Zauber von ihm. Jetzt greift ihn an, nice. Sehr schön, perfekt. So, ich brauche jetzt einmal, sag mir jetzt, ah da, weißer Wind, dankeschön, und einmal, danke Chaos, und einmal diese Mega-Abwehr da, dankeschön, jetzt können wir das Ganze schneller machen. Cloud, gib ihm Bills. Sollte eigentlich reichen. Nicht krank. Er ist sowieso. Bitch, who do you think I am? Ja, passiert jetzt was? Ja, danke schön. So, einmal Limit. Warum habe ich so viele Misses? Ich könnte jetzt eiskalt gegen den Meteor benutzen. Ha! Würde das was ausmachen? Soll ich es mal ausprobieren? Ja, komm, falls er noch lebt, ja. Zauber! Wo ist's denn? Ich weiß nicht, was der da gerade gemacht hat. Heilung. Wo ist denn der Meteor? Mit weiß, glaube ich. Achso, der ist jetzt schon. Schade. Gerade wo ich so ausprobieren wollte, ich habe nicht mal wirklich mitbekommen, was da gerade passiert ist. Bye bye, Henel. Falsche Abteilung. El Grande Padre. This motherfucker vanished. Wir sind schon über einer Stunde krank. Schnell das geht. Damn. Jetzt machen wir ein bisschen slow. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ja. Mehr konnten wir nicht tun. Ach, wirklich. Warte, was ist mit Holy? Was geschieht mit dem Planeten? Das weiß ich nicht. Muss der Planet selbst entscheiden? Du hast recht. Wir haben getan, was wir konnten. Nah, not really. Alles klar, Leute. Es hat keinen Zweck, darüber nachzudenken. Unsere Sorgen lassen wir hier. That's good. Lasst uns aufrecht heimkehren. Ihr wisst doch selbst. Passiert. Ich kann es fühlen. Was? Es ist immer noch hier. Sag ich doch. Jetzt kriegt er wieder einen Kollaps. Immer noch. Er lacht uns aus. Eiskalt. Ah, jetzt bin ich weg. Oh Gott, no.
Folgen raus. Sind wir wieder back? Das Modell ist anders. Sind wir wieder da? Könnt ihr mich wieder sehen? Ey, ihr habt gerade die größte Mindfuck-Szene im Game verpasst. Ich hab ihn doch gar nicht mit der Ulti getroffen. Fail? Was geht hier gerade ab? Was? Ich muss das kurz zu Ende gucken, dann rede ich mit euch. Das ist gerade so unlogisch. Lebensstrom, ihr müsst euch die Cutscene geben. Ich.
Holy shit. Holy shit. Holy shit. Okay, ich mach das jetzt so. Ich verabschiede mich und klicke auf dieses Bonusvideo, was ihr dann hoffentlich sehen könnt. Leute, thanks for watching. Hope you liked it. Es ging viel länger, als ich gedacht habe. Dafür tut's mir leid. Aber wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit. Und ich gebe trotzdem mein Bestes, meinem Hobby nachzugehen. Das war's soweit. Ich hoffe im Nachhinein, falls irgendjemand Lust an Final Fantasy 7 hat, dass er sich das hier geben wird. Und anyways, ich weiß nicht, wie lange dieser Stream geht. Deswegen beende ich hier das Ganze. Und nochmal, thank you guys for watching. Hope you liked it. This was Final Fantasy 7, the German project, even if I'm talking in English right now. And the Blue Gangsta is out. Peace, YouTube. Word. Oh, by the way, that wasn't my last Final Fantasy project. PEGI 16. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made.